Bedrohst du etwa den Verkäufer? Oh. Er ist auseinandergefallen. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen, aber feinen, superschönen, lustigen Spielchen. Es geht sich hier um Folgendes. Es ist ein Holzfällerspiel. Wir müssen also irgendwie Holz hacken, dieses bearbeiten und dieses verkaufen und können uns denn damit eine Hütte und ein schönes Anwesen bauen. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal in das Abenteuer. So, was haben wir denn? Im Inventar haben wir nichts. Hier oben haben wir einen Chat. Da sind die Spieler, die gerade auf dem Server sind. Und wir haben 20 Geldeinheiten. Wow. Ich befürchte, dass wir damit noch nicht allzu viel machen können. Aber gut, wir gucken mal hier rein, was wir da Schönes haben. Guten Tag. 130, okay. Damit können wir erstmal nichts anfangen. Oh, 1600. 15.500, ich glaube, das ist noch nicht so unsere Rubrik. Was haben wir hier? Eine Säge. Eine Axt. Oh. Haben wir auch noch nicht genug Taschengeld? Was haben wir hier? Ach, Förderbänder. Damit kann man sich dann wahrscheinlich irgendwie Förderbänder bauen. Na gut, das schauen wir mal. Was haben wir da hinten? Eine Lampe. Ein Auto. Super. Will ich haben. Oh, 400. Ja. Will ich haben in meinen Träumen. Was haben wir hier? Blueprints. Kann man sich Wände irgendwie kaufen? Tische, Stühle, Türen. Okay. Brauche aber erstmal eine Axt, um Holz zu hacken, würde ich sagen. Aber irgendwie sind die alle so teuer. Hallo, möchtest du meins... Nee, möchtest nicht meins werden. Schade eigentlich. So, was willst du hier? Ah, okay. Eine Basic Hatchet für 12 Credits. Wow. Na gut. Er sagte, wir sollen es irgendwie hier hinlegen. Muss ich den jetzt wieder anquatschen? Oh, anscheinend. Buy this basic hatchet for 12 Credits. Jo. Thank you. Ja, war mir auch eine Ehre, Tom. Open Box. Pick up basic. Okay. Ah! Habe ich die also in meinem Inventar. Cool. Na, das läuft doch. Oh, was hast du denn? Hast du Nemo auf deiner Schulter? Sehr lustig. Oder wie heißt die andere? Ist es Nemo? Nee. Hildegard. Oder wie sie hieß. Ich weiß es nicht. Da ist ein Baum. Sell Wood. Da liegt Wood. Wood, drop off. Cool. Aber hier hacken? Nee. Der Baum, was ist da? The Dan Fangirl 1. Ihr Baum, oder was? Oh, der hat schon ein Auto. Na gut, beginnen wir mal mit der Arbeit, würde ich sagen. Da liegt doch schon ein Bäumchen. Oder noch steht das Bäumchen. Gleich wird es liegen. Wir einfach mal. Jetzt schlagen? Ja. Ah, cool. Oh. Das ist also die Basic Hatchet. Die ist ja unheimlich grandios.
Da sind wir fast in 3 Stunden fertig mit einem Baum. Oh. Baum fällt. Okay. Jetzt muss ich den irgendwie klein machen, oder? Oder kann ich den... Och nö, wir können ein Bäumchen tragen. Sehr schön. Naja, wiegt ja auch nicht viel so ein Bäumchen, ich meine. Wir sind ja ein starker Junge. Ey, so. Jetzt müssen wir den irgendwie klein machen anscheinend, wa? Mal so vorschlagen. Und hau! Na los, schlag schon. Gib alles! Guck mal, die anderen haben schon über 400 Money Money. Oh, jetzt irgendwas hier auseinandergefallen, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube aber, man braucht schnellstmöglich bessere Äxte. Das ist ja bis der 2 Stunden mit einem Baum beschäftigt. Aber nun gut. Es wird nicht unser letzter Baum sein, würde ich mal so behaupten. Zack. So, jetzt haben wir da noch irgendwie eins. Was ist mit dir nicht in Ordnung, Regenbogenmann? Hi, sagt er. Hi. So, weiter geht's im Geschäft. Hallo? Bitte hacken Sie jetzt. Na gut, dann räumen wir erstmal das Hölzchen weg. Mal gucken, was wir verdienen damit. Ich schätze super viel. Wir haben jetzt gerade 8. Oh. Wow. 5 Dollar haben wir gewonnen oder verdient. Ist ja... Ich bin ja quasi sprachlos. Da kriegen wir aus so einem Baum vielleicht 100 Dollar. Daneben gefallen. Das hier? Können wir den auch nehmen? Cool. Hat keiner gesehen. Wir haben nichts geklaut. Ich bin unschuldig. Ich habe nichts gemacht. Ich war's nicht. Er war's. Mr. Jump. Oh, wir haben schon 38 Euronen. Oh, 44 ist ja der Wahnsinn. Nehmen wir mal den dicken. Bringt der denn mehr? Bestimmt, oder? Geht auch bestimmt nach Gewicht oder Größe oder Dicke oder... Ich weiß es nicht. Und? Oh! Das waren ja knapp 30 Dollarse. Eieiei. Also die Stämme, die dicker sind, die bringen wesentlich mehr Geld. Wenn man den ersten gesehen hat, ich glaube, das waren 5. Ah, das waren nur... 12, 13 oder so. Den da komplett reinschmeißen. Der wird sich wahrscheinlich da irgendwie verhakeln, oder? Oh, das ist ja geil. Man muss also nicht alles komplett zerschlagen. So. Haben wir jetzt mit einem Bäumchen? Na, knapp 1000, also 960 Dollar verdient. Ist ja schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. 900 Dollar. Dann können wir uns ja schon das Auto kaufen. Das war doch bei 400 oder so. Oder 500? 400. Na, auf. Ich hätte gern ein Auto. Lieber Tom. Jawollo. So, und jetzt? Open this box. Nu? Ey, wo ist mein Auto? Und nu? Wir müssen Land haben? Okay. Box. Ja.
Ist das jetzt in meinem Inventar? Nö. Ach, da. Mein Auto steht da noch. Hehehe. Hier muss ich mit dem jetzt... Ich spaziere jetzt mit meinem Auto in der Box rum. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich machen soll. Wir brauchen Land. Wie komme ich denn jetzt an Land? Was ist denn das hier? Landstore. Na, das ist ja ein Zufall. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal unser Autokartönchen mit. Yes, it's the Landstore. Ich bin ja begeistert. Herrlich. So, was will jetzt Fridolin? Rufen. So, you want to get some plan? Ja. Okay, lass uns mal rumgucken. Ach so, so ein kleines Quadrat gibt es denn, ja? Für 100 Dollar. Wie viel habe ich? 500, na, das ist ja ein Schnäppchen. Jetzt kann ich mir hier das Land aussuchen, oder was? Ah, hier hinter. Ach, da ist unser Auto. Ja, auf jeden Fall in der Nähe, würde ich sagen, von dieser Verkaufsstelle, oder? Ja, hier? Ist doch gar nicht so weit entfernt. Ja, nehmen wir das. Ja, kaufen wir. Für 100 Dollar. Sold to Player. Wie cool. Ja, war mir auch eine Ehre. Jetzt haben wir Land. Und ein Auto im Karton. Irgendwie. Wir laufen mal nach Hause. Wir laufen nach Hause auf unser Quadrat mit unserem Karton. Ah, das Spiel gefällt mir jetzt schon. Schon sehr amüsant. So, und jetzt können wir das hier irgendwie rauf machen, oder was? Ah! Okay. Place. Wir haben ein Auto, wir haben ein Auto. Yippie. Cool. Ah, und jetzt kann ich wahrscheinlich die ganzen Einzelteile, die man da kaufen kann, kann ich denn hier irgendwie platzieren wahrscheinlich. Mit dem Schild. Remove. Ah, okay. Kann man das auch verkaufen? Komm, das schmeißen wir mal da mit rein. Die Verbrennungsan... Baller. Palalala. Ich war gerade mal geflogen. So, wie komme ich jetzt hier in das Auto? Einfach reinspringen oder was? Ah, okay. Einfach hinlaufen. Na dann mal los. Cool, hat aber gut Speed. Zack. Oh, hallo. Hallöchen. Dein Auto sieht aber hübscher aus von der Farbe. Warum haben wir so ein hässliches, graues Auto? Ich will es umtauschen. Schild? Hopp. Ü. 400 Eier haben wir dafür bekommen. Wow. Hat sich ja mal gelohnt. Ich will noch so ein Schild haben. So. Komm, wir nehmen mal den großen Baum hier. Bei uns am Lager oder am Häuschen. Häuschen kann man es ja noch nicht nennen. Fleckchen nenne ich es mal. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Der ist aber wesentlich dicker als der andere, würde ich mal so behaupten. Ich glaube, da brauchen wir mit dieser Basic-Axt noch ein bisschen länger. Mal gucken, was eine höherwertige Axt kostet. Vielleicht kann man sich ja schon mal eine leisten. Oh, weil, es dauert ja jetzt echt doch, ein bisschen länger. Ich glaube, das wird nichts mit dieser Axt. Nicht mal die Hälfte. Ich würde sagen,
Schauen wir mal nach einer besseren Axt. Wie viel habe ich denn an Geld? 800 Moneten. 800 Moneten. Guten Tag. Was haben wir denn hier für eine Axt? 90. Da ist eine dunkelgrüne. 190. Tja, was ist das? Hellgrün. Ist auch ein schön dunkelgrün, grün, hellgrün. 550. Und da ist noch eine graue. Oh, 2000. Nee. Dann würde ich sagen, 550. Einmal kaufen. Guten Tag. Ja, natürlich, natürlich. Gerne, gerne, gerne. So, wie war das hier? Open. Pick up. Dann war zwei Äxte. Cool. Boah, das ist schon ein Unterschied. Wenn die eigentlich in eine Tonne werfen. Oh, jetzt läuft's doch, oder? Aber jetzt geht's hier los. Rambazamba. Zack. Ab zum Bäumchen. So. Mal schauen, ob sich das gelohnt hat. Na, aber. Wesentlich besser. Na, das gefällt mir doch schon. Zack. Baumfell. Oh, noch nicht aufs Auto. Eieieiei. Eieieiei. Ach, du lieber Gott. Ach, du lieber Gott. Hoffentlich kriegen wir da das Auto irgendwie noch raus. Weil jetzt ein neues kaufen, wird eng. Du schaffst das, Autoschen. Überlebe. Ich rette dich. Irgendwie. Hoffe ich. Bleib bei mir. Nein. Oh. Ach du meine Güte. Was haben wir denn da jetzt gemacht? Ach du, kriegst die Tür nicht zu. Na gut, wir müssen irgendwie das Auto befreien. Würden Sie bitte darauf schlagen? Danke. Zack. Ja, das sieht doch schon mal nach was aus. Können wir das jetzt tragen? Oh ja, das können wir tragen. Würde ich sagen, packen wir das irgendwie erstmal auf unser Land, dass uns das keiner klaut. Irgendwie müssen wir unser Töff-Töff noch befreien. Kriege ich den anderen Ast jetzt da auch? Ein Ast ist gut. Den halben Baum. Oh! Ja. Das hat auch super geklappt. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Auto gerettet. Gute Axt. Wundervolles Grau-Metallic-Auto erhalten. Komm, wir retten erstmal dich. Mein Töff-Töff. Ah, super. Zack. Ab auf den Parkplatz. Zack. So. Können wir den Rest auch noch mitnehmen? Also mitnehmen ist gut. Erstmal zerschlagen. So ein Stück konnten wir tragen. Ich würde sagen, packen wir da erstmal. Oh, das ist aber schon ein ziemlich dickes Stück da rechts, wenn man das so betrachtet. Es muss ja ordentlich Paste geben beim Verkauf. Alleine schon, wie lange man mit der ersten Axt dafür gebraucht hätte, um das Ding zu zerschlagen, muss das Ding ja hier Gold wert sein. Quasi. Zack, zack. Wie ein Weltmeister klopft da auf das Holz. Oh. Ja, nahezu begeistert von der Axt. Schön, schön, das Gerät. Zack. So, dann tragen wir das nach Hause. Ups. Nach Hause ist so wunderbar, der Satz. Tragen unser Holz nach Hause.
und schmeißen es einfach nur auf ein braunes Quadrat. Aber nun gut. Ich habe ja schon einige coole Häuser beim Vorbeigehen gesehen da hinten. Da kann man bestimmt noch schöne Sachen bauen. Mal gucken, was alles hier noch so Schönes passiert. Okay, damit würde ich sagen, ist die erste Folge von diesem super lustigen, tollen, kleinen, unterhaltsamen, mal was anderes Spielchen erstmal beendet. Ich bedanke mich und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.